Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Special hier am 31.12.2011. Der letzte Tag im Jahr 2011. Ja, und dazu will ich natürlich auch nochmal ein kleines Special bringen. Und natürlich ist da die ganz große Frage, warum ich jetzt hier gerade auf einer Minecraft-Welt stehe. Das hat so ein bisschen den Hintergrund. Ich wollte ja, seitdem ich mit Let's Playen angefangen habe, immer mal eine Let's Show-Welt machen. Hab immer angefangen, irgendwann dann aufgehört, weil mir die Ideen ausgegangen sind oder weil ich keine Lust mehr hatte, weiterzubauen. Und ich habe mich auch dieses Mal für 1.0 rangesetzt und habe angefangen, bin natürlich noch nicht allzu weit gekommen. Ich habe mir viel Mühe gegeben, ich habe viele Ideen, aber mir fehlt halt so ein bisschen die Geduld, das durchzuziehen. Alles hat auf dieser Welt irgendwo dort hinten begonnen. Bin dann hier rüber, habe dann hier so ein Loch gefunden. Hab dann jetzt hier drin angefangen, eine Monsterfalle zu bauen, die aber aktuell noch in Arbeit ist, weil ich daran auch nicht mehr weitergebaut habe, so großartig. Da oben ist der Spawner. Dort unten ist dann doch so noch ein paar Spawn-Etagen. Das Haus ist auch noch nicht so wirklich fertig, wie man sieht. So, dann bin ich hier rüber auf die Insel dort erst einmal. Platsch schön ins Wasser. Ja, ich habe die Sounds gerade eben ganz laut. Es hat natürlich noch einen Hintergrund. Ah, dazu komme ich dann gleich später, und warum ich eigentlich hier in Minecraft bin, das zeige ich euch dann auch gleich. Warum hängt dort eine Redstone-Fackel? Keine Ahnung. Ja, hier unten habe ich mir dann alles so ausgebaut, mir eine kleine Hütte gebaut, also so unter der Erde mit meinen ganzen Kisten. Also ich muss auch sagen, es ist wirklich alles selbst gefarmt, es ist nichts irgendwie gecheatet. Alles selbst aus den verschiedenen Gegenden geholt. Und jetzt sieht man hier nochmal ein kleines Experiment von mir. Das habe ich leider noch nicht abgebaut. Dann bin ich später hier rüber. Hier war alles, wo dieser Baum, wo dieses Haus steht, dieses große hier, dieses große Gebäude. Hier war alles dahinter, alles Wald. Das habe ich alles abgeholzt. Hier das Bauernhaus, das wird gerade eben nochmal abgebaut, nochmal neu gebaut. Dann gehen wir mal schon hier rein. Das ist der Bauernhof von innen. Hier werden die Tierchen gezüchtet. Und ja, dort oben auf dem Berg sieht man vielleicht im Vollbildmodus, dort wo gerade der Cursor ist, dort oben ist eine große Weizenfarm. Und jetzt sind wir auch schon beim eigentlichen Thema, und es passt gerade genial dazu, dass es dunkel wird. Ich will jetzt auch nicht so viel zeigen, deswegen gehe ich mal ein bisschen außen rum. Obwohl, ich kann euch mal zeigen, was Minecraft mit dem 31.12.2011 zu tun hat. Was hat Minecraft mit Silvester zu tun? Nämlich das hier. In kleinen Extra-Video werde ich euch das hier hinten mal ein bisschen präsentieren, was hier hinten aufgebaut ist. In diesem Video geht es erstmal bloß um die Feuerwerkshow, und es passt gerade echt genial, dass es dunkel wird. Da habe ich hier eine kleine Tribüne noch mit aufgebaut, von wo aus wir gucken können. Hier zwei Schalter, die das Ganze dann in Gang setzen. Also wie gesagt, in einem kleinen Backstage-Video zeige ich euch ein bisschen mehr dazu. Und jetzt müssen wir noch mal kurz warten. Hier hinten sehen wir auch noch ein bisschen was aufgebaut. Das konnte ich leider nicht so gut verdecken. Los, Sonne, geh unter. Ja, da kann ich eigentlich schon mal anfangen. Ja, also auf jeden Fall 2011 war auf jeden Fall ein tolles Jahr, würde ich mal sagen. Ich bin recht zufrieden mit diesem Jahr, was ich auch schon in dem Weihnachtsgruß gesagt hatte. Aber ich habe dann doch nochmal gedacht, ich bin dann irgendwie auf diesen Mod gestoßen und habe ich mir gedacht, ach, da machen wir nochmal ein Silvester-Special dazu. Muss ja auch mal sein. Was haben wir eigentlich dieses Jahr alles so gespielt gehabt? Fable, Portal, Minecraft, das war ja auch ein großes Thema. Brightness ist ganz unten, das ist sehr schön. So, Sound ist ganz oben. Ja. Ich warte noch, bis das ganze Rot hier hinten weg ist. Bis das Abendrot verschwunden ist. Was haben wir noch gespielt dieses Jahr? Battlefield 3 läuft gerade eben. Bad Company 2 hatten wir gespielt gehabt, nicht?
Dann. Ach, Anno läuft ja gerade eben noch, genau. Ui, wir haben Vollmond. Nee, haben wir nicht. Mal egal. Der ist aber jetzt besonders hell und das ist doof, aber ist egal. Ja, was kommt dann 2012? Das ist natürlich auch nochmal eine gute Frage. Es wird auf jeden Fall mit den aktuellen Projekten weitergehen. FIFA, Battlefield und Anno. Dann wird dazu eventuell noch Modern Warfare 3 kommen, aber nur halt online. Und dann mal schauen, was es dieses Jahr noch so, beziehungsweise dann nächstes Jahr noch so für Spiele geben wird im Jahr 2012. Und dann würde ich mal sagen, eröffnen wir mal das Special, indem ich diese Taste dort unten klicke. Und dann würde ich mal sagen, schönes Feuerwerk, oder? Und ich halte jetzt erstmal meinen Sappel und dann genießt es. Ja, Leute, vielen Dank für 2011 und wir sehen uns dann im neuen Jahr frisch und munter, wenn es wieder heißt Let's Play dies und das. Und ich sag auf jeden Fall bis dahin viel Spaß an diesem Silvestertag, rutsch gut rein, alles Gute für das nächste Jahr und dann sehen wir uns frisch und munter 2012 wieder. Tschüss!